Es wird Zeit, ich muss mir wieder meine Tüte leeren. Wieder einiges aufgebraucht, allerdings auch Dinge aussortiert. Und was das alles ist, erzähle ich dir natürlich nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco. Bei mir geht es viel um Kosmetik, aber es geht auch um Minimalismus. Das behandle ich ja so ein bisschen auf meinem Zweitkanal. Ich will es wieder ein bisschen mehr machen. Und klar kaufe ich sehr viel Kosmetik ein. Und das ist auch so meine Schwachstelle. Aber mir ist halt deswegen auch umso wichtiger zu fokussieren, zu überlegen, was braucht man, was man nicht so braucht, wirklich auch weggeben, weil für mich als Influencerin, man probiert halt eben auch Dinge und die schenke ich halt dann her. Also nicht mehr Dinge so anzusammeln. Ich will es euch jetzt einfach mal zeigen. Nicht lange schnacken. Das hier war bei mir im Project 10. Und das ist leider echt mega abgelaufen. Und da ich halt wirklich mit der Kopfhaut Probleme habe und allgemein mit den Haaren, dann gibt es ja überall drauf. Ich würde es nicht mehr auf meinen Kopf geben. Absolut nicht. Also es ist halt wirklich abgelaufen. Ist ein bisschen was ist noch drin. Da habe ich mich halt echt verschätzt. Das habe ich zum Beine rasieren zum Schluss jetzt noch verwendet. Denn ich kann in meine Haare gerade keine Art von Spülung machen. Das geht nicht. Es geht einfach nicht. Eine Zeit lang hat das super funktioniert. Da habe ich dann auch voll die Locken entwickelt. Aber im Moment jegliche Art von pflegendem Produkt in meinen Haaren. Ich müsste, glaube fast jeden Tag meine Haare waschen. Das geht nicht. Oder ich will das auch nicht. Und meine Hautärztin hat ja auch zu mir gesagt, jeden Tag Haare waschen ist eine Katastrophe für die Kopfhaut. Die fand ich nicht so gut. Doch, die ist okay gewesen. Nein, die Alverde ist nicht gut. Die Altera ist okay, aber sie kann halt nicht mithalten mit meiner Lieblingszahncreme. Ihr wisst, die eine, die es beim DM gibt, die nach Eisbonbons schmeckt, die ist halt mega gut. Die ist auch okay, aber mein Liebling ist sie halt eben nicht. Dann habe ich tatsächlich... Da hat sie echt alte Sachen drin, ne? Ich tatsächlich auch die Visan mal endlich leer gemacht. Das ist jetzt auch schon eine Ecke her. Dann wollte ich mir auch mal die große holen. Verbraucht habe ich jetzt in der Zwischenzeit auch so ein Duschstück von Balea, also seifenfreies Waschstück. Ich mag aber die von Rossmann lieber, die kann ich empfehlen. Die sind auch nicht schlecht, aber ich mag die von Rossmann einfach lieber. Dann habe ich, das kaufe ich mir jetzt erstmal nicht mehr, aber das ist eins der besten Waschgels in der Drogerie, finde ich. Warum kaufe ich es mir nicht mehr? Weil ich komme mit Öl ein bisschen besser zurecht. Und gerade abschminken und so, mir reicht das. Ich mache dann Double Cleansing mit einem Tuch zusammen. Wenn du dich abschminken tust, mir reicht das auf jeden Fall. Ne? Also bei mir geht es wie eine 1 runter, ich brauche kein extra Waschgel. Aber das von Balea, dieses eine mit AHA, das werde ich nur vorstellen. Dann Reinigungsöl. Und tatsächlich hat Rossmann aus seinem Reinigungsöl die Duftstoffe rausgemacht. War mir echt ein großes Ding, muss ich wirklich sagen, weil ich mochte diesen Duft nicht. Der hat mich erschlagen, der hat mir an Petz Himbeer immer erinnert. Weiß gar nicht, woher ich dieses Petz Himbeer habe. Keine Ahnung. Weil sie sagen, es ist Rose drin. Keine Ahnung. Und da ist aber das Problem bei dem, das ist immer das Ding, wenn du Leute davon überzeugen möchtest, guck bei deiner Hautpflege, besonders bei deiner Gesichtspflege drauf, dass da keine Duftstoffe in den Produkten drin sind und sie dann ranzig riechen. Da kann ich Leute nicht überzeugen damit. Also bei mich stört es jetzt nicht so. Ne? Also ich habe es mir derzeit auch nicht mehr gerochen. Ich schwöre, bei der ersten Flasche, die ich davon hatte, war nichts. Jetzt bei der zweiten Flasche. Ich glaube, das kommt auch so auf das Mischungsverhältnis oder auf die Charge drauf an. Keine Ahnung. Wegschmeißen muss ich auch mein Deo. Den habe ich einfach zu lange jetzt gehabt. Und ich habe einfach gemerkt,
dass ich unter den Armen Probleme gekriegt habe. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass irgendwas kaputt ist. Ne? Also irgendwas, was du in Kontakt mit der Haut bringst, irgendwas ist nicht mehr in Ordnung. Und der riecht auch nicht mehr einwandfrei, also dafür geben. Ich brauche nicht so viel Deo, ich schwitze nicht so viel. Ich fand das von CD auch nicht so toll, muss ich ehrlich sagen. Glycolasal Solution ist jetzt auch leer. Es gibt jetzt eine mit BHA auch. Ich fand die gar nicht schlecht. Würde es mir sogar auch nachkaufen, weil ich mag dieses Feuchtigkeit in der Routine haben. Ich mag das. Ne? Also und das klar kriegt man schon auch über ein einfaches Tonic oder ein einfaches Gesichtswasser. Aber wenn du dann da noch so ein kleines Plus mit dabei hast, ist schon eine tolle Sache. Und da hat mir Face Theory die Flasche geschenkt, weil sie halt ausgelaufen ist und ein Teil ausgelaufen ist. Ohne Anstand, der Support. Ich habe noch nie so einen Support erlebt. Also richtig gut. Dann habe ich leer gemacht. Da bin ich ein bisschen stolz auf mich, weil das Produkt gefiel mir halt nicht. Ich habe es halt dann irgendwann auf der Kopfhaut angewandt. Diese Q&A-Sache. Ich wusste von Anfang an, da ist nichts Herausragendes drin von den Inhaltsstoffen, wo man irgendwie sagen könnte, wow. Und für den Preis tut es halt einfach zu wenig. Weil wenn man das mit dem Isana Age Protect Serum vergleicht, da ist das halt wesentlich besser und kostet halt 3 Euro weniger oder 2 Euro weniger. Das ist halt schon krass. Weggeschmissen wird jetzt auch meine Drop Foundation. Ist jetzt einfach auch zu lange auf. Und ich habe mir eine Sache geschworen. Ich werde mir nichts Flüssiges mehr kaufen. Auf keinen Fall mehr. Weil ich nütze das Zeug zu selten und dann geht es immer kaputt und dann schmeißt du den Rest halt jedes Mal weg. Jedes Mal. Deswegen habe ich jetzt gesagt, ich gehe komplett auf Mineral Foundation. Funktioniert für mich. Und geht halt auch nicht so schnell kaputt. Auch leer ist die alte Version von dem Hyaluron-Serum von Catrice. Die neue Version werde ich mir auch noch zulegen und vorstellen. Ich denke erst nach meiner Pause. Mal gucken. Nicht leer und auch nicht mal ansatzweise aufbrauchen konnte ich das hier, weil der Sprüher kaputt gegangen ist. Und bei einem Produkt, das 14 Euro kostet, ist es echt affig. Ohne Witz. Also richtig bescheuert. Das ist dieser Haarspray gewesen, der eh nicht so toll war. Der war beim besten Willen nicht toll. Und dann ging auch noch in Winterseile dieser Sprüher kaputt. Gerade mal probieren. Ah, jetzt geht's wieder. Ups. Jetzt geht's wieder. War vielleicht nur verstopft. Ich tue es trotzdem weg. Weil funktioniert für mich nicht und nö. Ich will mich da auch nicht mehr aufhalten. Vor allem habe ich gerade festgestellt, ich habe da drauf gedrückt, da kommt nur ein Strahl raus aus der Düse. Also kann ich nochmal. Nee, jetzt kommt schon wieder nichts mehr. Das war nur Zufallsding. Also der Sprüher ist kaputt. Der ist kaputt. Und ja, 14 Euro hat mir das Ding gekostet und es ist halt noch halb voll. Jetzt brauche ich kein Haarspray mehr, weil der Shit ist Heilerde. Heilerde funktioniert bei mir in den Haaren echt mega gut. Und da brauche ich kein Haarspray. Absolut nicht. Weggeschmissen, aber schon neu gekauft und neu verwendet. Das hier, das halt einfach auch schon zu lange auf ist. Und wenn so Sachen halt einfach zu lange in Verwendung sind, ich gehe nie nach dem Verfallsdatum. Ne? Also nach dem Verfallsdatum her 12 Monate. Ich habe das, glaube ich, 2 Jahre gehabt oder so. Ne? Und, aber dann, wenn du merkst, so, das wird so ganz komisch, weg. Dann, was es leider nicht mehr gibt, aber ich habe das letzte Mal im letzten Schminktalk festgestellt, es geht wunderbar ohne,
ist diese Primer-Geschichte von Alterra, diese Lidschattenbasis. Funktioniert tatsächlich ohne. Ich habe aber auch Mineral-Make-up drunter gemacht. Bestes Anti-Schmerzmittel, wenn ihr verspannt seid, ist Biofreeze. Gerade jetzt im Sommer auch eine tolle Sache, weil Biofreeze wird kühl. Das Zeug ist mega gut. Ohne Witz. Das ist mir jetzt schon länger nicht mehr gekauft, weil als ich mir das letzte Mal bestellen wollte, gab es das gar nicht. Das war komplett ausverkauft. Und mein Physiotherapeut hat die Sachen nur noch in groß gekauft und so ein großes Ding wollte ich nicht. Aber ich kann es euch echt empfehlen. Fragt mal nach dem Biofreeze. Lasst mir aber eins übrig. Als letztes mein Liquid Hydrator. Genau, da gibt es ja jetzt so eine Großpackung. Hole ich mir jetzt nicht, weil, wie gesagt, ich probiere unwahrscheinlich viel aus. Und ich brauche ihn jetzt nicht notgedrungen. Und momentan habe ich immer noch von Q&A dieses Gesichtswasser. Bin mir auch am Überlegen, ob ich mir die Gesichtswasser von Balea nochmal holen soll. Aus der Balea Med-Reihe, weil die haben die überarbeitet. Und da ein bisschen Serum reinmachen, ein bisschen schütteln. Why not, oder? Da hat man dann auch so im Gesichtswasser dann ein bisschen Actives drin. Ich bin es mir am Überlegen, wie gesagt. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben, falls du Bock auf einen Kommentar hast. Wir treffen uns in den Kommentaren wieder. Kennst du irgendwas von den Produkten? Schreib mir das gerne in die Kommentare rein. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.